diesem Mietshaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Doch stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unseren Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Hey, 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 sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Weil wir hier Partys feiern und weil unsere Freunde schräge Vögel sind. Hat man sich gestern hier getroffen und dann hat man abgestimmt. Und die Gemeinschaft aller Mieter schreibt uns nun, ziehen Sie hier aus. Hey, 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 denn es herrscht Anstand und Moral bei uns in diesem ehrenwerten Haus. Es haben alle unterschrieben, schau dir mal die lange Liste an. Der Immobilienschieber, der total legal bescheißen kann. Die Journalistin, für sie zahlen Sex und Klatsch sich prächtig aus. Hey, 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 auch der vom Bauamt mit der offenen Hand aus diesem ehrenwerten Haus. Die Dicke mit dem Hund, die meckert, wenn ein Kinderrad im Hausflur steht. Der Juppie mit den Steuertricks, der Anwalt, der das Recht verdreht. Der alte Skinhead mit dem Trachtenlook, er hält uns nicht mehr aus. Hey, 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 weil er von neuen alten Zeiten träumt in diesem ehrenwerten Haus. Oh Mann, sind denn in diesem Haus hier wirklich alle völlig durchgeknallt? Jeder versteckt sich hinter seiner Tür, man traut sie nicht, ob jung, ob alt. Die Leute, die hier wohnen, sehen alle ganz gewöhnlich aus. Hey, 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 was hier geschieht, halte ich im Kopf nicht aus in diesem ehrenwerten Haus. Bevor wir selber auch so werden, ist es besser, wir ziehen aus. Hey, 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 ich denke, du und ich, wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus.